Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr freut euch mal wieder auf ein neues Video. Ja, Freunde, ich bin zurück mit einem neuen Video und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr heute am Mittwoch noch, ja, in ganz, ganz kurzer Zeit, in circa 2 Minuten, ohne viel Arbeit 306.000 GTA-Dollar in GTA Online bekommen könnt. Denn einige von euch haben mich gestern im Livestream angeschrieben, ob ich nicht ein Video machen könnte, wie ich euch zeigen kann, wie ihr wirklich auf die Schnelle noch ein paar GTA-Dollar bekommen könnt. Und deshalb habe ich mir gedacht, zeige ich euch das Ganze heute hier in diesem Video. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden da draußen zu teilen. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich extrem freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest, weil für dich ist das Ganze kostenlos und mich würde das Ganze enorm unterstützen. Apropos unterstützen, mich würde es auch enorm unterstützen, wenn du mir auf Instagram folgen würdest, wfg-yt, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in das eigentliche Video rein. Und zwar funktioniert dieser Geldtrick mit dem aktuellen Zeitrennen. Und wieso bekommt ihr in dieser Woche so viel Geld bei diesem Zeitrennen? Ganz einfach, Freunde, weil es in Form der aktuellen Eventwoche dreifaches Geld und dreifache RP auf die Zeitrennen in GTA Online gibt. Und deshalb bekommt ihr für dieses Zeitrennen in dieser Woche statt 102.000 GTA-Dollar gleich 306.000 GTA-Dollar. Und bei diesem Zeitrennen handelt es sich um das leichteste Zeitrennen, welches es in GTA Online gibt. Das Zeitrennen nennt sich Sägewerk und es gibt kein leichteres Zeitrennen, Freunde. Deshalb kann ich euch nur raten, wenn ihr noch ein bisschen Geld in GTA Online braucht, geht auf jeden Fall heute hin und fahrt noch dieses Zeitrennen. Ihr habt nicht viel Arbeit. Ich habe das Ganze auch in diesem Video First Try geschafft. Einige Abonnenten von mir waren gestern bei der Aufnahme dabei. Die haben das auch First Try geschafft und sich so die 306.000 GTA-Dollar noch gesichert. Allerdings könnt ihr das Ganze nur noch heute machen, weil morgen eine neue Eventwoche in GTA Online startet und dann ist eben dieser Geldbonus nicht mehr in GTA Online verfügbar. Und deshalb bedenkt bitte, wenn ihr noch ein bisschen Geld machen wollt, nutzt das Ganze auf jeden Fall heute aus. Das Zeitrennen nennt sich, wie gesagt, Sägewerk und das Ganze befindet sich beim Sägewerk oben in Blaine County. Und ich empfehle euch für dieses Zeitrennen, nehmt einfach eine normale Barty, voll aufgetunt, normale Barty, und mit der schafft ihr das Ganze wirklich ohne Probleme. Was ich euch als erstes empfehlen kann, ist definitiv, dass ihr einmal zum Zeitrennen hingeht, das Ganze auslöst und dann macht ihr euch einen Wegpunkt beim Ziel, denn das Ziel ist beim Davis Steinbruch. Ihr seht gerade auch, wo das Ganze sich befindet auf der Karte. Und wenn ihr das gemacht habt, schließt ihr das Pausenmenü wieder, respawnt einmal und dann begebt ihr euch einfach wieder in den Auslöser von diesem Zeitrennen. Ihr habt jetzt 2 Minuten und 15 Sekunden Zeit, im Davis-Steinbruch einzukommen. Und wenn ihr losgefahren seid, ist die schwierigste Stelle direkt am Anfang, denn ihr müsst hier eben beim Sägewerk ja auf die Zugschienen kommen. Ihr habt gerade, denke ich mal, hier im Video eh gesehen, wie ich hier gefahren bin. Da könnt ihr auf jeden Fall chillig fahren, da müsst ihr auch nicht rasen. Und wenn ihr dann auf den Zugschienen seid, dann geht einfach hin und folgt jetzt erstmal diesen Zugschienen die ganze Zeit, Freunde. Das, was ich euch noch empfehlen kann, um ein bisschen schneller zu werden, ist, zieht einfach die ganze Zeit einen Wheelie und passt einfach darauf auf, dass gerade kein Zug kommt. Sollte ein Zug kommen, ja, dann weicht einfach logischerweise aus und fahrt am Zug entlang bzw. am Zug vorbei und dann dürftet ihr das Ganze auch ohne Probleme hier schaffen, also diesen Part mit den Zugschienen. Und kostet euch vielleicht dann ein paar Sekunden, aber diese Zeitvorgabe von 2 Minuten und 15 Sekunden ist wirklich sehr, sehr großzügig gewählt von Rockstar Games. Das wird euch nicht wirklich wehtun. Ich habe in diesen Zeitrennen hier nicht wirklich reingeschwitzt, um das Ganze zu schaffen. Ich habe wirklich extrem viel gechillt. Ich habe das Ganze chillig gefahren und ich glaube, ich war unter 10 Sekunden unter der Zeit, die man eigentlich haben durfte. Und ja, Freunde, wenn ihr den Zugschienen dann eine etliche Zeit gefolgt seid, so wie ich das hier im Video gemacht habe, dann müsst ihr einfach nur noch hingehen und einfach querfeldein nach rechts fahren, denn dann kommt ihr eben auf dem Flugplatz in Sandy Shores raus. Und wenn ihr auf dem Flugplatz in Sandy Shores rausgekommen seid, dann müsst ihr einfach nur dieselbe Route weiterfahren wie ich hier im Video, dabei ab und an noch weiter einen Wheelie ziehen und dann kommt ihr halt auch schon bei einer Straße raus. Und diese Straße folgt ihr dann genauso wie ich hier im Video. Hier kommt nur noch die einzige schwere Sache vor dem Ziel im Zeitrennen, und zwar ist das
auf den Gegenverkehr ein bisschen zu achten. Wenn da ein Fahrzeug ist, ganz einfach ausweichen und dann werdet ihr das Ganze auch ohne Probleme schaffen. Und last but not least müsst ihr dann einfach nur noch in den Davis-Steinbruch einbiegen und dann könnt ihr ganz chillig in das Ziel reinfahren. Und wie ihr gerade hier im Video seht, ja, es waren jetzt keine 10 Sekunden, es waren 8 Sekunden, aber ich meine, ich war 8 Sekunden unter der Zeitvorgabe und wenn ihr halt noch ein bisschen mehr reinschwitzt und das Ganze nicht so chillig fahrt wie ich hier im Video, dann werdet ihr das Zeitrennen noch schneller absolvieren wie ich und dann sichert ihr euch in circa 2 Minuten eben diese 306.000 GTA-Dollar. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video hier ein bisschen weiterhelfen und wenn euch das Ganze weitergeholfen hat und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden da draußen zu teilen, damit die sich auch die 306.000 GTA-Dollar heute noch in GTA Online sichern können. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich extrem freuen, wenn du mir noch ein Abo da lassen würdest. Folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram wfg-yt und dann sehen wir uns heute Abend im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.